Hallo, Hallo. Herr Fritz, warum grienen Sie denn so? Wegen Ihres schnippischen Kommentars. Den wird niemals jemand erfahren. Es geht heute um den Evo 5. Fünf. Fünf. Für Daniel Obrist Wankelschweiz, sein Freund. Und der geht auch wieder hin zu Wankelschweiz Daniel Obrist Garage. Das ist aber untypisch für Obrist Wankelschweiz Garage. Ja, sagt ja der Name schon. Also müssen wir es jetzt quasi Daniel Obrist. Nee, das ist auch blöd. Wankel Obrist 4G63 Daniel Schweiz Garage nennen. Ja, bin dafür. Lange hat es gedauert, bis wir ein Evo hatten, tatsächlich, ne? Tatsächlich. Ja, seit Anfang. Wir hatten noch keinen. Nee, das sind die ersten beiden. Ja, und dann gleich zwei zusammen, ne? Einmal ein 7er in gelb. Einmal ein 5er in nicht gelb. Der 5er ist tatsächlich sehr krass, weil der hat gerade mal 40.000 Kilometer runtergelaufen und das ist auch nachweisbar und hat halt auch einen entsprechenden Zustand dadurch. Komplett, das ist jetzt schon fast gesagt, komplett original mit leichtem Zusatz. Das Krasseste ist eigentlich drin. Ich brauche da jetzt nicht extra hingehen, weil das machst du ja wieder mit deinen Magiehänden. Fee. Diese Zusatzanzeigen habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Also in echt zumindest. Ich kenne sogar jemanden, der sucht seit 100 Jahren welche. Weiß ich für einen Dreier tatsächlich, nicht für einen Fünfer. Ja, den gelben Evo haben wir noch reinbekommen. Genau. Da gehen wir aber nächstes Mal drauf ein, weil das so ist. Wie gesagt, du zeigst da ein bisschen was vom Fünfer. Dann haben wir ja noch andere neue Schätze bekommen. Aktuell rollt es ganz schön, ne? Ja. Der Platz ist wieder voll. Ja, aber wir haben ja auch demnächst Verladung, also ist alles schön. Gott sei Dank. Sonst würde es auch gar nicht passen, jetzt mit den Autos, die dazu kommen, weil. Richtig. Fünf, sechs? Sechs sind unterwegs. Das wird dann schon wieder ganz schön eng. Das ist ein ganz schöner Batzen an Autos, die noch herkommen. Unter anderem drei Stück für JPN-Garage. Okay. Japan Garage. Ja, der hat ganz schön zugeschlagen. Aber freut mich, weil Kai ist ein cooler Typ und ich arbeite gerne mit dem zusammen. Also freut mich, dass das jetzt mal so ein bisschen in Anlauf gegangen ist. Mensch, sogar das Hitzeblech ist mal nicht gammelig. Ja. Das ist ja wirklich was Seltenes. Es ist ja gefühlt irgendwie immer normalerweise. Hm. Da wird sich Daniel Schweiz Wankel Obus 4G63 Garage aber freuen. Er hat mir gedroht, dass er uns verkloppt, wenn ich ihn seinen Namen nicht erwähne, und deswegen sage ich das jetzt ganz oft, weil ich ganz so Angst habe. Werbewirksam halt, ne? Da fällt mir gerade was ein. Ja, bitte. Ich hatte am Wochenende nicht geringfügig Fieber. Ja, das stimmt. Und da hat er mich doch tatsächlich gefragt, ob ich Essigsocken kenne. Was? So habe ich auch reagiert. Oder ob das so ein Schweizer Ding ist. Also im Osten würde ich mich, wenn ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, kennt man so einen Scheiß nicht. Nee. Ich hab's gegoogelt. Man nimmt zu fünf Teilen Wasser und zu einem Teil Apfelessig und tut da seine Socken rein. Und dann soll man die 50 Minuten tragen. Als Kind nur 20. Und das hilft wohl gegen Fieber. Ja. Also ich hab das auch noch nie gehört und ich find's auch echt befremdlich und ich würd's auch nicht machen. Ja. Also ich kenne bloß sowas wie Wadenwickel und Zwiebelsaft. Ihh. Also Zwiebelsaft kenne ich, aber ich würde es nicht trinken. Hm. Wie wär's denn mit Essigsocken? Bäh, kannst du dir das vorstellen, wie das stinkt? Schon. Vor allem, wer legt sich denn damit ins Bett? Dann kannst du das Bett danach verbrennen. Bäh. Ja, war auf jeden Fall mal was Neues, hatte ich noch nie gehört. Ja. Zurück zum Thema. Also auch im Motorraum sieht man, also da ist wirklich, ja, was soll man bei 40.000 Kilometern groß pflegen?
Viel bewegt wurde halt nicht, ne? Ist so. Das hat man ja auch am Motor gemerkt, da wollte der am Anfang der vierte Zylinder nicht so. Zwei, dreimal und dann auf einmal... War er da. Heute bist du ja Carporn, Porn machen gefahren und da war ja alles gut. Ja. Komischerweise, also... Naja. Meine Lieblingsmarke Mitsubishi. Nee, ist, ich habe immer Angst, wenn wir Mitsubishis auf den Hof kriegen. Weil irgendwie ist immer irgendwas damit. Immer. Entweder liegt es an meinem Glück, also nur bei den Evos. Die Delicas waren bis jetzt mal alle in Ordnung. Aber entweder liegt es an meinem Glück oder Evos mögen mich nicht oder ich weiß es nicht. An der Gelbe ist ja soweit auch in Ordnung. Also, ja. Wir haben einen Evo-Lauf, Mensch. Jetzt muss ich gerade dreimal hingucken, ob der Brembo oder Nissan vorne in der Bremse steht. Alter. Ich glaube, ich muss ins Bett. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Uiuiui. Also ich würde sagen, du machst noch ein paar Detailaufnahmen vom Evo 5. Si. Und die Strebe ist auch sehr schön und sauber, ne? Ja, das ganze Auto. Und den Porn gibt es ja dann auch im Anschluss. Genau. Ihr liked, teilt, abonniert, wie immer. Ich gehe mich ins Büro auskurieren. Die beste Kur sind Verkäufe, deswegen. Ja. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Euer Sonnenteam.